Hallo Anne, vom Schnee in die Sonne. Wie froh seid ihr, diesen Schneemassen entkommen zu sein? Ja, in allererster Linie ist natürlich für uns oder sind in der Vorbereitung die Trainingsbedingungen wichtig und man muss natürlich sagen, dass wir natürlich auch aufgrund des Wetters, aber auch ja, die ganze Anlage hier, die Plätze sind im Top-Zustand, Hotel ist super, Essen ist top und ich denke, dass wir hier wirklich optimale Bedingungen vorfinden, um uns auf die Restrückrunde vorzubereiten. Die Vorbereitung läuft jetzt schon ein paar Tage. Wo liegen jetzt hier in Spanien eure Trainingsschwerpunkte? Ja, wir haben ja eigentlich jetzt über die Winterzeit haben wir nicht so viel verloren. Wir hatten ja nicht so lange frei, haben da eigentlich dann auch schon wieder weiter an den läuferischen Sachen gearbeitet, haben auch ein bisschen in Heidenheim dann noch an der Athletik und im läuferischen Bereich viel gemacht. Hier ist natürlich, sind die spielerischen Sachen im Vordergrund. Ich denke, dass wir weiter versuchen müssen, unsere Defensivarbeit zu verbessern. Und natürlich geht es auch den Fokus darauf zu legen, ja, unser Spiel nach vorne oder dann die finalen Aktionen ja, hier zu trainieren. Und wie gesagt, gerade bei den Bedingungen ist natürlich schön, dass viel mit Ball gearbeitet wird. Ich denke, es macht viel Spaß, unter so einen Bedingungen zu arbeiten und deswegen sind wir froh, dass wir hier sind. Spaß hat, denke ich, dann auch der erste Test oder im ersten Spiel gemacht 2019. Du hast auch gleich ein Tor geschossen. Würdest du sagen, guter Start in das neue Jahr? Ja, das war natürlich aus der vollen Belastung raus, der Test. War, glaube ich, ein sehr guter Gegner. Ich denke, dass wir das insgesamt ganz gut gelöst haben. Nichtsdestotrotz ja, haben wir natürlich dann leider noch am Ende ein Tor zugelassen. Da sehen wir auch wieder gleich, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Aber ich denke, insgesamt war das, wie gesagt, mit den zwei verschiedenen Mannschaften haben wir die Sachen ja, versucht, so gut wie möglich halt dann auch in der Konstellation umzusetzen. Aber es ist auch wichtig, wie gesagt, da fokussiert zu bleiben und in den Tests dann auch gute Leistungen abzurufen und auch auf die Trainingsarbeit so sich vorzubereiten, dass man da optimal vorbereitet ist dann auf den 30.01. Hast du eigentlich schon mal gezählt, wie viele Trainingslager du so bisher absolviert hast und kannst du sagen, warum die jetzt gerade so wichtig sind? Ja, das ist eine gute Frage. Also es waren mit Sicherheit schon einige. Ich denke, es sind mit Sicherheit auch schon weit über 30 wahrscheinlich. Ja, das ist immer natürlich gerade, wie gesagt, auch vom Wetter her oder die Bedingungen dann, was Klima angeht, ist natürlich gerade im Winter schön, wenn man da ein bisschen dann rauskommen kann, wenn man da den schlechten Bedingungen ein bisschen entfliehen kann. Und klar, jetzt haben wir keinen Neuzugang, aber grundsätzlich ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, dann am Zusammenhalt der Mannschaft ein bisschen zu arbeiten. Du bist quasi 24 Stunden zusammen. Du kannst ja, was Teambuilding oder was Teamwork angeht, da auch eine Menge dann wieder mitnehmen. Man kann die Neuzugänge oder könnte Neuzugänge integrieren. Und wie gesagt, ich glaube, dass man in so einer Zeit als Mannschaft auch wieder ein Stück weit zusammenwächst. Ist immer auch eine schöne Zeit dann. Jetzt waren wir eine Weile zu Hause. Da haben wir auch wieder Lust, mit den Jungs zusammen zu sein. Und ja, es macht ja auch Spaß. Wie sehen dann eure Tage in Heidenheim aus, also bis das Spiel dann wieder losgeht? Ja, wenn wir dann zurück sind, denke ich, dass wir dann mal also auch mal einen freien Tag haben werden. Und danach ist natürlich so, dass wir ja quasi schon in die finale Vorbereitung dann auch fast schon gehen. Ich denke, dass wir je nach Wetter natürlich weiter an den Schwerpunkten arbeiten werden oder so gut es geht uns natürlich, wie gesagt, auf das Spiel am 30.01. vorbereiten. Das ist das Wichtigste und da müssen wir topfit sein, da müssen wir voll fokussiert sein und dafür werden wir bis dahin alles tun und ja, da müssen wir alle bis dahin topfit sein, ja. Jetzt warten direkt am Anfang relativ viele Spiele in wenigen Tagen. Wie kann man sich da gut drauf vorbereiten? Ja, ich denke, dass das wichtig ist oder das auch wichtig war, dass wir dann gleich wieder angefangen haben, dass wir nicht viel verloren haben, dass wir auch versuchen, durch eine hohe Trainingsintensität hier einfach gleich wieder den Rhythmus aufzunehmen. Und wir hatten jetzt ein Testspiel, wir haben in 2 Tagen wieder ein Testspiel. Wenn wir zurück sind, nochmal ein Testspiel haben, bevor es losgeht. Das liegt ja auch relativ nah schon zum ersten Spiel. Und da gilt es dann natürlich gleich wieder, ja, wie gesagt, Rhythmus spielt eine wichtige Rolle einfach, um dann gleich wieder reinzukommen. Ich denke, dass wir auch einen großen Kader haben. Das ist wichtig, dass alle Spieler da sind, dass alle Spieler bereit sind, weil wir werden alle brauchen. Und da ist natürlich so, dass wir dann ja, in so kurzer Zeit schauen müssen, dass wir gut regenerieren, dass wir, wie gesagt, die Intensität gut verarbeiten können und dass es wichtig ist, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Also, dass wir jedes Spiel so angehen, dass wir zu 100% da reingehen und dann erst zum nächsten Spiel schauen. Okay, super. Vielen Dank. Danke.